Da sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hakemoshi. Und ja, dann habt ihr den Weg gefunden vom Unboxing-Video zum Let's Play zum Atari Flashback X. Und ich bin sehr gespannt. Cool, dass ihr es bis hierhin dann mit mir geschafft habt. Und wir gucken uns jetzt mal in Ruhe den Flashback X an. Probieren mal ein paar Spiele auf, machen mal ein bisschen Let's Play und gucken mal, ob die Faszination immer noch so ist. Ja, wie sie damals war, ob mich das noch touchen kann und so weiter und so fort. Man sieht hier ganz gut diesen Bildschirm. Und hier diesen Sound, das merkt man schon. Ich bin hier schon mal reingegangen, habe auf alphabetisch gedrückt. Und hier ist einmal Atari Games unterteilt und Paddle Games unterteilt. Ich habe eben schon mal gespielt, um so ein bisschen zu gucken, wie es funktioniert. Und wir werden so ein bisschen meine Favorites von damals mal ausprobieren. Das war, jetzt muss ich mal überlegen, wir müssen ja alphabetisch gehen. Ich würde gern Jungle Hunt spielen. Adventure ist dabei, das soll mal ein bisschen durchgehen. Hier Breakout zum Beispiel. Canyon Bomber, das kenne ich gar nicht. Centipede, das kenne ich wieder. Das war, glaube ich, auch ganz cool. Dann haben wir Combat 2, was ein bisschen schade ist. Gehen wir mal zurück auf B. Battle Command ist nicht dabei. Das hätte ich natürlich gerne gespielt. Genauso wie Moon Patrol, das ist leider auch nicht dabei. Aber sei es drum, wir gucken mal, was wir zur Verfügung haben. Und da spielen wir mal so ein bisschen Hangman, Haunted House, Missile Command, Indy 500, sogar Minigolf, das sagt mir alles gar nicht. Also viele von denen kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Also werde das sicherlich noch mal ein bisschen außer der Reihe probieren. Ich mache das hier ja auch, oder ich probiere ja auch Spiele aus, die man so ein bisschen, sage ich, nach der Arbeit mal spielen kann. Story-Spiele zum Beispiel spiele ich nur am Wochenende. Da habe ich Zeit dafür. Normalerweise. Und wenn man dann so unter der Woche von der Arbeit kommt oder sonst irgendwas Stressiges hat, dann ist sowas zwischendrin immer mal ganz gut. Dann ist vielleicht so ein Retro-Flash auch mal ganz gut. Mal ein bisschen ausprobieren hier das Ganze. Da oben war Solaris. Da war Solaris, Video Chess, Super Football, also Football oder Soccer, je nachdem unter was es hier, Yars Revenge werden wir ausprobieren. Aber ich würde zuerst, glaube ich, Jungle Hunt. Jungle, A, B, C, D, E, F, G, H, J, ja, Alphabet sollte man schon können, wäre vielleicht ganz gut an der Stelle. A, I, J, bin ich jetzt ganz blöd, oder? Warte mal. Ach, ich bin in den Atari Games, ich Dusselkopf, warte, man muss mal raus. Wir wollen nach Alphabet gehen. Dann kann natürlich sein, dass unter B vielleicht doch noch ein bisschen... Nee, schade. Battle Command wäre dann, wenn hier vorne beim A... Okay, aber jetzt gehen wir mal auf Jungle Hunt hier. Dann sind es ja noch viel, viel mehr. Frogger. Frogger können wir eigentlich auch mal spielen. Also wir merken uns mal, Frogger probieren wir gleich mal aus. Wir probieren mal Jungle Hunt. Wir fangen jetzt mal mit Frogger an, weil das vorne ist. Frogger. So, das hatte ich zum Beispiel damals gar nicht. Wir gucken mal, wie das so... Ich habe jetzt Feier gedrückt. Müsste eigentlich jetzt losgehen. Ja, press fire to play. Dann machen wir das mal. Das ist sehr bunt. Aber eigentlich auch bis jetzt noch recht entspannt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das schneller wird. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut ist. Die Schildkröte wahrscheinlich kann man da nicht drauf gehen, wenn die grün ist. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ach, hier unten kommt noch ein Frosch. Das sieht ja auch lustig aus. Diese Autos hier, ne? Das ist schon retro schlechthin. Die sehen schon eher wie Raketen. Das da könnte ein Schlepper sein. Geht das eigentlich auf Zeit? Oh ja, da geht ein grüner Balken Zeit rechts runter. So, warte mal, jetzt probiere ich mal aus, was passiert, wenn man auf so eine Schildkröte drauf, wenn die... Okay, da starb er. Also, dip. Diese Sounds fand ich ja schon geil, ne? Dass das so... Ist ja heute eigentlich nur noch bei Mario so, dass ja wirklich jede Aktion bei Nintendo oder sowas immer eine... Was habe ich jetzt gemacht? Okay, das war Frogger, schön, nice to have. Wir gehen mal ganz schnell raus, Quit Game. Also man muss schon fester auf diesen Knopf drücken, habe ich festgestellt. Hier hinten sind diese Dinger nochmal, wie gesagt, für Menü, da drücke ich jetzt immer drauf. Dann gucken wir mal, da ist Jungle Hunt, komm. Jungle Hunt machen wir auch noch, das probieren wir auch mal aus. Da weiß ich noch, da musste man... Also das Drücken hier ist schon anstrengend.
Da musste man Liane schwingen, schwimmen und noch ein bisschen was. So. Jetzt geht es darum, von Liane zu springen und das Level so zu. Ich habe das mal, boah, das war knapp, auf dem C64 damals gespielt, das weiß ich noch, bei meiner Nachbarin. Warum geht das Ding jetzt so langsam? Das soll ein bisschen Schwierigkeitsgrad sein. Also wir sind ganz mutig im Dschungel unterwegs, über uns die Büsche, unter uns die, auch die Büsche, überall Büsche. Und wir springen mutig mit, natürlich als Abenteurer mit Hut. Kein Abenteurer ohne Hut. Indiana Jones, Quatermain, wer die Filme kennt, die hatten alle einen Hut. Oh, siehst du, jetzt schwimmen wir schon. Und hier musste man so ein bisschen drauf achten. Wir schwimmen hier im Nil mit den Nilkrokodilen. Und hier oben rechts steht Diving. Das ist Luft. Da musst du immer so ein bisschen Luft holen. Du musst jetzt hier so um die Krokodile drumherum. Man kann so zurück, das weiß ich noch. Und dann so hoch. Funny. Oh. Ja, so mit wilden Krokodilen. So einmal Luft schnappen. Ja. dieser Sound ist ja schon. Aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so anstrengend. Also ich finde es jetzt wirklich überhaupt nicht schlimm. Oh, Luft holen, schnell wieder runter. Crocodile. Ich finde es. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe mir wirklich schlimmer vorgestellt vom Sound her. Ich finde es wirklich angenehm. Auch wenn das natürlich mehr wie so eine Störung klingt bei irgendwas. Bitte rufen Sie einen Handwerker an. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange dieses Level geht oder wie lange man hier schwimmen muss. Da ist man ja heute verwöhnt. Da kriegt man Balken angezeigt, wie lang der Weg noch ist, wie weit der Weg noch ist. Und hier geht es halt einfach so. Oh, okay. Ja. Yeah. Ich glaube, man muss Knopf drücken. Und ducken. Yeah. Also, wir sind geschwungen, Liane. Wir sind mit Krokodilen geschwommen. Dann werde ich das wohl hinkriegen über so ein paar lächerliche Steine drüber zu hüpfen. Ein Leben habe ich noch. Weißt du, Liane geschwungen, alles überlebt. Mit Krokodilen geschwommen, alles überlebt. Und hier mache ich innerhalb von noch nicht mal 30. Komm, okay, nächstes Spiel. War nett mit dir, Jungle Hunt. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich ja vergessen, was ich eben nochmal spielen wollte. Ich hatte doch noch eins. Megamania. Night Driver. Real Sports. Pitfall. Pitfall war auch sowas, wo man sich, glaube ich, auch irgendwo rumgeschwungen hat. Meine ich zumindest. Boah, komm, wir tun uns mal dieses Fußball an. Ob das das Fußball ist. Nee, ich möchte erst Solaris spielen. Ich kann nicht anders. Ich möchte erst mal Solaris spielen, weil ich das von früher. Da ist auch Space Invaders. Schade, dass Moon Patrol wirklich nicht drauf ist und Battlezone. Also die zwei hätte ich schon ganz gerne. Ganz gerne. Da unten ist auch Rodeo, wie lustig. Hätte ich schon ganz gerne gespielt. Also ich werde die irgendwann mal alle nach und nach ausprobieren. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich gerne nochmal ein Let's Play zum Flashback X und dann gerne vielleicht auch nur zu einem Spiel, wobei ich mir das schon echt anstrengend vorstelle an der Stelle. So, Solaris. Wie gesagt, eins meiner. Ja, so hatte ich das in Erinnerung. Das ist schon. Also, das fand ich von der Grafik schon als eins der besten Spiele. Weil man hier so cool lenken konnte. Ja! So, und dann konnte man. Ja, genau! Okay, und jetzt hier auf diesem Raster, da gab es. UFOs, das waren die unten, glaube ich, gegen die man gekämpft hat. Ui, auf Zeit auch noch jumpen. Und dann konnte man, glaube ich, das hier zu Planeten fliegen. Wir fliegen mal zum Planeten. Es gibt jetzt voll den mega geilen Effekt. Das war schon für damals. Und deswegen habe ich das Spiel auch so geliebt und habe das stundenlang. Da! Oh, ich habe ihn verpasst. Mist, das noch einer? Ich bin ja auch ein toller Retter, ne? So, hier konnte man auftanken. Brauchen wir aber nicht. Wir haben noch genug Fuel. Aber warte mal. Ja, die Punkte. Du bist so doof scharf. Oh mein Gott. Wo bin ich jetzt? Ich will nochmal dahin, weil ich möchte. Kann ich jetzt da bleiben? Das ist ein bisschen unlogisch. Also ich fliege jetzt nochmal zu demselben Planeten mit derselben Grafik hin. Aber egal. Also das macht schon Fun, muss ich sagen. Durch diesen Warp-Effekt. So, jetzt sammeln wir sie ein. Die weißen Punkte. Oh, ey, wieder. Da. Wir haben einen eingesammelt, oder? Ich glaube. Es wäre halt schon ganz gut, wenn man. Ich verstehe auch nicht, mit welchem zeitlichen.
Komm, wir machen mal ein Battle gegen UFO. Das nehmen wir noch mit. Und so war das halt. Und dann hast du mal andere Farben bei dem. Bei dem. Achso, jetzt kommt er jetzt. So, hier unten sieht man Fuel. Und irgendwie muss ich das mit dem Radar hier noch besser. Oh ja, noch besser hinkriegen. Und das fand ich auch cool, wenn die aus der Tiefe kommen. Und das war damals für mich so. Das war Science Fiction. Das war Star Wars sozusagen. Also auch wenn das jetzt nicht ist. Aber das war für mich so richtig. So richtig nachzuvollziehen, ja, da habe ich mich gefühlt wie was weiß ich. Und das macht auch... Warum ist das jetzt rot? Ist rot, finde ich ja, ist grundsätzlich keine so gute Farbe. Ich fliege mal da ein. Und deswegen habe ich das so geliebt. Das war schon wie so ein... richtiger Science-Fiction. Das macht schon noch Spaß. Ja, so nach der Arbeit kann ich mir das echt vorstellen, das immer mal hier so am Monitor so ein bisschen zu dabbeln. Weil das schon, also dann verstehe ich bestimmt auch irgendwann die Mechanik des Spiels wieder so ein bisschen. Und das hier war diese Master-Uhr, doch nicht. Die man dann, aber ich habe immer nicht verstanden, wann man in die Karte wieder reingegangen ist, weil ich habe im Prinzip nichts gedrückt. Ja, cool. Nee, gucken wir uns mal ein paar andere Sachen an. Wir wollen ja die Zeit auch ein bisschen gut nutzen. Und guck mal, was wir noch so haben. Das war jetzt Solaris. Was hatte ich gesagt? Ich möchte noch Fußball ausprobieren. Also eigentlich weiß ich nicht, ob ich es ausprobieren will, aber wir probieren es einfach mal aus, weil ich glaube, das ist ganz schrecklich. Ah nee, hier, das auf alle Fälle noch. Yars Revenge und Yars Return. Eins von beiden hatte ich. Ich weiß aber nicht mehr, weil wir nehmen das. Auf, komm, zack. Auf jeden Fall sind wir eine Fliege, die aus dem Rüssel was schießen kann. Ist ja auch nicht schlecht. Atari 1981. Ja, normalerweise konnte man sich... Ja, genau. Ich kann mich auch noch so voll an diesen Sound erinnern. Ich weiß nur nicht mehr, wann man dieses Ding da wegkriegen konnte. Und was dieses Ding in der Mitte zu bedeuten hatte, dieser... Auf jeden Fall habe ich hier die Farbe von diesem Ding schon mal. Okay. Oh, wenigstens bleibt diese Schutzmauer hier. Oh, guck mal, man konnte sogar schräg schießen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das wusste ich gar nicht mehr. Komm schon, Baby. Ey, der hat noch nicht mal vorgewarnt. Sonst hat er immer nichts gemacht und hat das gedrullert. Aber ich muss sagen, das flasht mich schon. Also, das ist schon... Doch, ist schon. Da hat was. Also, ich bin sehr begeistert. So, jetzt hat er wieder... Ich weiß halt auch nicht, was dieses bunte Ding hier bedeutet. Ne? Und ich weiß jetzt auch nicht, muss ich hier irgendwas länger schießen? Wie lange muss ich auf diesen Typen da noch schießen? Muss ich hier diesen ganzen Brei rundherum wegschießen? Das weiß ich natürlich auch nicht. Machen wir jetzt einfach mal. Oha, guck mal, ich konnte... Ach so? So, ist das jetzt sein Schutzschild, der... Also ich muss sagen, ich verstehe es jetzt gerade nicht so, was ich hier machen muss, weil... So, jetzt hat er wieder eine andere Farbe. So, also wird er wieder Akku. Oder muss ich den abschießen, wenn der diesen Kringel vielleicht hat? Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber ich merke das schon langsam in den Fingern, das ist schon ein bisschen anstrengend von der Steuerung, weil ich das nicht mehr gewohnt bin. So, jetzt versuche ich ihn abzufliegen. Ach, hier drinnen kann ich nicht schießen. Hier drin bin ich safe auch vor diesem Ding. Nein, das kommt natürlich hinterher, super gut. Was muss ich hier tun, liebe Freunde? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt schieße ich ab. Hier andocken? Oh. Ah. Ich hatte das... In dem Moment, wo ich gedrückt habe, kam das rüber. Ja. Gut. Selbe Spielprinzip nochmal. Also das ist ja das, was ich meinte. Früher waren das ja alles so Casual Games. Gut. Wir gehen wieder raus. Ich habe... Also das ist eins der Spiele, wo ich sage, da ist die Nostalgie ein bisschen anascht im Kopf.
wie es jetzt sich tatsächlich darstellt. Pinball wäre nochmal ganz interessant. Also wie gesagt, wenn ihr hier eins gesehen habt, wo ihr sagt, das soll ich mal machen und ihr habt Bock, euch noch mehr von diesen Retro Atari, ich vergesse immer, wie es heißt, Flashback X reinzuziehen. Sword Quest können wir noch spielen. Space Invaders. Das wäre noch was. Obwohl, das kennt eigentlich jeder. Ich will mal was nehmen, was so keiner so... Ach so, ich wollte doch hier, Soccer. Wir nehmen mal Fußball. Mal gucken, ob das Fußball ist, wie ich es in Erinnerung habe. Das war ein bisschen anstrengend seinerzeit. Ja, das ist das, glaube ich, wo der Ball so am Fuß klebt. Und das ist so ein Spiel, wo ich sage, der Sound ist total schlimm. Und das quält einen total. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich hier drücken muss. Ich habe doch gedrückt. Muss ich jetzt mal hier Start drücken? Ah ja, genau. Das war dieser Sound. Dann konnte ich dir so passen. Kack auf FIFA hier. Das ist und man konnte... Man konnte nur sich hier in diesem Feld bewegen von diesem... Das ist ja fies. Ich habe jetzt zwei Spieler eingestellt und ich kriege den hier nicht vom Fuß. Und dann konnte man nur so innerhalb seiner... Ah, jetzt raff ich das. Man schaltet die mit dem Knopfdruck weiter. Und jetzt hier tödlicher Pass. Auf der PlayStation wäre das die Dreieckstaste. Und tödlicher Pass, zack, ein Traumtor. Schalke würdig. Schalke, das ist für euch. Das meinte ich, der klebt dann so am Fuß. Obwohl damals war das halt schon cool, weil das halt so nahezu ähnliche Menschen, ähnliche Figuren sind. So, jetzt. Ja, Flanke von rechts. Er flankt rein und er verwandelt nicht, weil er den falschen Knopf gedrückt hat. Also schon 3:0, das ist wie gesagt. Hier kann eindeutig nur Schalke 3, BVB 0 zusammen auf dem Feld stehen. Wir haben das Derby gespielt. Ich finde, wir können hier abbrechen, weil ich sehe ja, der Gelbe hat keine Chance an der Stelle. Also das war wirklich das Fußball, wie ich es in Erinnerung hatte. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Wir gehen nochmal. Ein bisschen will ich noch. Oink. Okay. Vielleicht machen wir doch nochmal Pitfall. Pitfall, glaube ich, ist ganz cool. Also, glaube ich. Weil man da auch über Krokodile, glaube ich. Wir probieren es mal aus. Rauf. Pitfall Harry, genau. Der Name sagt mir doch irgendwas. Also hier mit dem Drücken auf dem Knopf, das ist wirklich schon... Aber warum sollte ich mich auch als darüber aufregen? So, was macht man jetzt hier? Ich kann nicht irgendwie hüpfen, springen. Okay, Knopfdruck ist springen. Macht er hier? Oh, das scheint wohl irgendwie Energie oder sowas zu sein. Da kann man nicht vor. Man sieht, das Spiel ist von Activision. Boah, wie soll ich denn da... Diese Kollisionsabfrage, die war auch echt... Also das ist ja das, was ich meine. Man brauchte da echt viel... Das ist wohl eine Schlange. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Ich gehe aber weiter nach links. Weil, also oben mit der Zahl wäre halt ganz gut. So. Boah, das ist aber echt eine... Also das ist eine fiese... Aber das Coole ist, das warpt einen dann so einfach mal so kackegal über die Gefahr drüber. Hey, du bist jetzt einmal gestorben. Flupp, wirst auf der anderen Seite wieder wach. Also soll noch mal einer sagen, früher waren die Spiele schwieriger. Das hier ist für mich ja noch, das ist ja noch einfacher wie hier, Quicksave. Was ich übrigens viel in Spielen nutze, wenn es das gibt. So. Ah, siehst du mal, die Dinger können auch rollen, deswegen war das nicht gut, die eben. Oh. Also mit der Kollisionsabfrage komme ich jetzt hier nicht so zurecht. Also das ist schon... Kann ich jetzt hier nochmal Start drücken? Man muss auch einen richtigen Knopf drücken. So, wir probieren es jetzt nochmal. Ich will jetzt hier drüber springen. Das hat nicht funktioniert. Oh, das... Achso, dann ist das doch da oben meine Energie. Gut, habe ich verstanden. Jetzt will ich mal nach rechts gehen. Zack. Ja, ich habe das echt drauf, merke ich gerade. 1800 Energie. Hahaha. Also das ist schon... Also ich hätte ja gedacht, dass
Another World auf Amiga seinerzeit echt schwierig war von der Steuerung vom. Aber das hier ist noch. Ey, ich fliege nach. Oh, guck mal, jetzt hat er. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Leben ich noch habe oder ob es wirklich immer nur nach der Energie geht. Okay, also man kann nirgends lesen, wie viel Leben man noch hat, aber man stirbt offensichtlich irgendwann nach ein paar Mal mit 16, 11, was auch immer das ist. Energie um 19.14 Uhr, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das lief rückwärts. Also in der stillen Stunde probiere ich das vielleicht nochmal aus. Mal gucken. Gehen wir mal ganz zurück. Ich will mal ein Autorennspiel. Moto Rodeo. Ich hatte doch eben Indie irgendwo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Das war ja auch cool, ne? Also die Verpackungen haben ja Bilder im Kopf ausgelöst irgendwo. Also das war ja was. Da hast du ja gedacht, da ist ja das Tollste drin. Und teilweise war das ja auch so. Also bei Solaris war das ja wirklich so. Und die Spiele, die dann dahinter steckten. So, dann fahren wir ein bisschen Autorennen. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ich hatte mal ein Autorennen. Okay. Wenn mir einer sagt, wie das hier geht, ich muss immer mal auf Start drücken. Also die Steuerung ist tricky. Also man drückt quasi auf den Knopf und dann denkt man, das ist wie auf einem Amiga Supercars. Also das ist schon, muss ich sagen, knifflig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier Schadensmodell, aber also irgendwann kaputt bin. Wenn nicht, dann kann man ja einfach so hier rumrasen. Also man konnte es offensichtlich zu zweit spielen, weil der zweite, der steht ja dann nur doof rum. Ich bin schon zwei Runden gefahren, das sieht man oben links. Also da, ja, das ist. Ja, fahren wir einfach mal über die Mauer an. Oder wahrscheinlich ist das Gras, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren wir auf einer lila Strecke. Also die Farben waren ja auch schon immer grell damals, weil es nicht so viele gab. Aber es hat schon, es macht irgendwie Spaß. Halt vom Sound her nichts, ist immer dasselbe und kein Schadensmodell. Also du kannst eigentlich rumfahren, wie du willst. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Runden man hier fahren muss. 500, weil eben die 500. Guck mal, ich werde immer besser. Okay, kaum habe ich es gesagt. Man fährt hier so ein bisschen wie eine Brezel von der Strecke. So. Okay. Das ist sehr interessant. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Runden ich hier fahren muss. Weil 10 ist ja eigentlich so ein gutes Mittel, oder? Fährt man jetzt, bis einer aufgibt und heult? Oder wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal raus. Also es war eine Erfahrung. Wir gucken mal, dass wir noch was Schönes finden. Ich würde, ein paar Minütchen haben wir noch. Dann gucken wir, dass wir noch mal ein bisschen was. Human Cannonball, das hört sich ja lustig an. Golf habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ich möchte mal ein bisschen Action noch haben. Dragster ist halt auch Autorennen. Was haben wir jetzt gehabt? Wir haben gehabt im Prinzip ein Jump'n'Run, mehr oder weniger. Noch eins. Wir haben Sport. Wir hatten einen Frosch. Und jetzt noch mal Sport mit Indie. Combat. Wir hatten noch Gigs mit Schießen. Also werden wir jetzt ein bisschen Combat machen. Dodge M. Huch. Controller ist echt flutschig, stelle ich fest. So, wir gehen mal in Combat. Und gucken, was Combat so. Da links ist wohl ein Panzer, würde ich mal behaupten. Interessant. Das sieht so ein bisschen aus. Ach, das da oben ist mein Panzer. So schieße ich. Wie fahre ich? Ah, interessant. Aber das ist schon auch. Also die Firepower gab es später auf Amiga. Das erinnert mich schon an. Ah, guck mal. Dann kann ich das hier so. Versuchen wir den anderen Panzer zu treffen. Oh Mann. Ja. Und?
Man sieht es ja, der hat unten drei zur Verfügung. Und man hat da auch so ein Symbol wie so eine. Ach so, das lädt sich auf. Ha. Ist das mein Sprit, nehme ich an. Ha? Dann kann ich bestimmt immer zurückfahren in die Base. Wir fahren unter den Bäumen. Das sieht ja eigentlich auch ganz cool aus. Also ich nehme an, dass das so sein soll. Eigentlich schicki. Kann man ins Wasser fahren? Komm, wir probieren das aus. Guck mal, fährt sogar durchs Wasser. Aber ich verbrauche gar keine Energie. Also ich weiß jetzt nicht, wofür das ist. Keine Ahnung, ich rammel da jetzt mal rein. Bäm, passiert gar nichts. Okay, nice to have. Es war sehr nett. So, machen wir noch einmal Centipede. Weil da möchte ich nochmal wissen, ob ich das Richtige in Erinnerung habe. Oh. Ja, den musste ich nämlich abschießen. Oh, dann geht's um. Das ist auch so was, was so richtig anstrengend vom Sound ist. Und was immer so einfach nur so hektisch. Boah, der ist ja schon unten. Was ist das denn für ein Arsch? Ah. Was ist das für ein Viech hier? Also Viech. Auf jeden Fall gibt es Punkte. Ach, ich kann auch nach vorne. Das ist ja mal. Oder kann ich nur so weit wie durch das Ding jetzt abschießen? Ich glaube, das kann ich dann als Leiter benutzen. Ja, ich verstehe es, glaube ich. Das Ding da, wenn das springt und ich schieße das ab. Boah, dazu müssen wir uns aber auch erstmal treffen. Das ist schon. Also ich glaube, ich kann dann so hochspringen. Ich möchte das jetzt nicht nochmal spielen. Ich gebe auf. Ich gebe einfach an der Stelle auf. Ich glaube, das soll es gewesen sein mit dem Atari Flashback. Ich fand es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also es war besser wie gedacht und es hat schon echt coole Gefühle in mir irgendwo ausgelöst. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das nach der Arbeit das ein oder andere mal so ein bisschen auszuprobieren. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr da in der Liste Spiele gesehen habt, die ich mal ausprobieren soll und auch länger ausprobieren soll oder wir alle mal durchprobieren sollen, dann lasst gerne einen Kommentar da. Dann können wir das an der Stelle auch gerne machen. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, kommentieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, gilt wie immer, erzählt es nicht weiter. Und shame on you. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play ist ein amerikanischer Actionheld. Let's Play in seinem neuesten Movie. Also, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, macht's gut.